Was geht ab, meine lieben Freunde? Heute, genau vor 3 Jahren, hat Pop Smoke seinen Highschool-Abschluss gemacht. Und daran merkt man, wie früh dieser großartige Künstler von uns gegangen ist. Er ist 99 in New York geboren und letztes Jahr im Alter von 20 Jahren während eines Raubüberfalls in seinem Haus in den Hollywood Hills erschossen worden. Rest in Peace an einen Rapper, der wie kaum ein anderer in so einer kurzen Zeit die Rap-Welt so krass beeinflusst hat. My name was actually Papa. Let me stop it. I'm Panamanian. So my grandma called me Papa, like, you know what I'm saying, since a kid. But my name on the street when I was a kid was Smoke Oguap. Like, that was my IG. So the homeboys didn't want to call me Papa, so they called me Pop. And he just mixed the pop with the smoke. And they just... AC Rebel ist ein absoluter Shisha-Mogul in der Szene. Das ehemalige Banger-Musik-Signing hat bereits seit einigen Jahren mehrere Shisha-Bars in verschiedenen Städten. Die Rebel Lounge konnte sich schnell einen Namen machen und erfreut sich nicht nur in der Rap-Welt großer Beliebtheit. Neben seiner Marke für Shisha-Bars vermarktet AC Rebel unter dem Markennamen Hasso auch eine eigene Reihe an verschiedenen Shisha-Tabaks. Obwohl auch diese Marke bereits seit mehreren Jahren erhältlich ist, konnte der Rapper und Geschäftsmann jetzt mit neuen Tabaksorten wieder einen ordentlichen Verkaufsschlager verzeichnen. Wie er auf Instagram bekannt gab, haben sich die Hasso-Tabaks alleine über das vergangene Wochenende über 250.000 Mal verkauft. Der Stückpreis beträgt für jede Sorte aktuell 17,90. Damit hat der Rapper grob gerechnet an einem Wochenende knapp 4,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.